treffen. Oh, schön Schaden. Und komm du auch nochmal mit ran. Ja, jetzt. Könnt ihr aber schön mit reinhauen. Er hat mich die Rotznase vergiftet. Ich bin gleich tot. Und nochmal. Ja, schön. Du darfst dich auch zurückziehen. Ja, und du auch. Aber ganz weit hier. Schöne Vergiftung. Aber sie wird mir sterben. Aufgrund der Vergiftung. Kann das sein? Sie mir sterben oder nicht? Oh, dann haben wir zuschlagen. Boah. Hättest du nicht sie heilen können? Das ist, glaube ich, auch gar nicht mehr vergiftet. Kann das sein? Mein Alter ist schon mal tot. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Die Wachen werden aber dementsprechend auch nicht lange durchhalten. Wobei bei denen ist es mir ziemlich egal, ob sie sterben oder nicht. Nimm doch mal einen Feuerpfeil, ihr steht doch da alle so schön auf. Entschuldigung. Ich wollte euch eigentlich nicht mitverbrennen. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass euch das auch was tut. Das ist doch jetzt ein bisschen, ich sag mal, doch mal ein bisschen dämlich. Weil. Naja. Oh, er ist tot. Schön. Weil eigentlich dürften befreundete Leute doch gar keinen Schaden durch meine Feuerpfeile bekommen, bin ich der Meinung. Naja. So. Den mal angreifen. Ah, danke. Nein. Mist. Ah, nee. Du auch nicht. Ihr könnt ja gerne eure Tränke nehmen. Mach die tot. Ich will die Erfahrungspunkte haben. Ah, schönes Ding. Hey, ihr glaubt, ihr könnt machen, was ihr wollt und euch dann ungehindert davon machen? Na, da habt ihr Pech. Ich bin ein überzeugter Anhänger der Schnelljustiz. Weil sie von uns... Ey, jetzt... Sorry, jetzt mal ernsthaft. Ihr wollt mich angreifen, weil ich aus Versehen, was ich nicht wissen konnte... Ja, wenn das darum geht, ne? Dann bleibt mir leider nichts anderes übrig. Sag mal. Kannst du nicht einfach ausweichen? Wow. Wow, ich bin sowieso schon geschädigt. Hast du mal eine kurze Frage? Warum bist du denn nicht angreifen? Heiltrank saufen und jetzt darfst du da mal voll reinsensen. Ah, schön geblockt. Ah, schön geblockt. Das hast du nicht gemacht. Oh, aber beim dritten Mal trifft sie dann, ne? Kostet mich hier keine Aktionspunkte. Und jetzt hau rein. Das ist für mich so ein bisschen ver... Ohne Pipeln. Nahkampf. Haltung ändern. Und voll reinsemseln.
Kannst du nochmal? Nein, du brauchst nämlich 6 Aktionspunkte. Aber meiner einer darf jetzt nochmal, ne? Giftpfeil? Ich setze mal Niederschlagspfeil ein. Nee, guck mal. Und... hau weg. Sie ist niedergeschlagen. Hihi, voll raufhauen. Hihi, voll raufhauen. Und tot. So. Fakt ist natürlich, es würde mich interessieren, ob die anderen Wachen jetzt ein bisschen sauer auf mich sind und mich auch angreifen wollen. Deswegen spreche ich einfach mal unter Klaue. Der Spielstand ist sowieso eine ernste Ecke älter. Und Miss von und zu Scarlet. Ach, mal ein bisschen Heilung austeilen. Jetzt muss ich mich erstmal so durchheilen. Weil du kannst ja eigentlich mal was futtern. Was futtern? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich könnte aber vielleicht mal so ein bisschen... Naja, Schnelligkeit minus 1 ist natürlich irgendwo nicht so schön. Die könnte ich mal auch verkaufen. Ich wollte eigentlich nicht alles an Scarlet setzen, aber gut. So, und jetzt darf Scarlet das doch mal hier einsetzen. So, jetzt habe ich es auf mich selber eingesetzt. Na, ich bin ja auch ein. So, wollen wir mal Richtung Stadttor gehen? Wollen nämlich die anderen Wachen jetzt auch nochmal angreifen? Hallihallo! Nein. Wollen sie nicht. Bist du eigentlich an mich gekettet? Achso. Ja, das ist doch ganz gut, dass sie mich nicht angreifen wollen, sondern nur die eine dumme Tusse. Allerdings frage ich mich, warum sie denn Schaden gekriegt haben. Sie haben ja eigentlich, haben ja so weit auf meine Seite, gekämpft. Eine Sehne, ein rohes Stück Fleisch. Die Sehne ist eine Zutat, mit der ich was kombinieren kann. Ganz. Und, ach ja, hier. Heuballen. Was ist denn da Heuballen? Kann ich damit irgendwas machen? Weizen. Okay. Ja, gut. Kann ich auch mitleben. Weil so im Endeffekt, naja, was soll ich sagen? Sie hat mich angegriffen. Ich habe ihr nur einfach nur dementsprechend die Strafe gegeben dafür, dass man mich angreift. Ich meine, ich muss mich ja auch verteidigen. Ah, ab hier wird, kommt wieder das schlechte Gebiet. Wo ich etwas aufpassen sollte. Würde ich mal behaupten. Oh, was war denn da nettes drin? Die berüchtigte Nadel im Heuhaufen, würde ich einfach mal behaupten. Nicht identifiziert. Im Heuhaufen eine Nadel, das ist doch ein... Ne? Lehrmeister plus 1, Sicht plus 1, 8, 5. I hope those dead dogs don't find me. Ja, Sicht... Nee, nicht an Scarlet. Ach, ich muss mich erstmal daran gewöhnen hier, dass ich ja jetzt noch eine mehr dabei habe. Du kannst deine Sicht gerne mal erhöhen. Ich weiß nicht, ob es dir was bringt. Aber es ist sicherlich besser als gar nichts. So,
So, irgendeiner. Prüfrahmen, okay. Und wir wollen doch dort mal hin. Wollen wir doch mal schauen, was er uns zu sagen hat. Ich höre da irgend so einen komischen Hund. What was that? Greetings. Gott, steh mir bei. Es geht, aber es ist nicht tot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals jemanden treffen würde, auf den diese Beschreibung besser passt. Und wie ich gesehen habe, sind die Texte über den Leuten jetzt auch in Deutsch. Ich weiß gar nicht, war das schon immer so, oder? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich war da mal im Supermarkt, mal auf Englisch. Oh, was habt ihr denn so Schönes? Nix. Ich heiße Wolfram. Und es ist mir ein Vergnügen, eure Bekanntschaft zu machen. Es ist übrigens schön zu sehen, dass ihr nicht der Legion angehört. 10 von ihnen begleiteten mich auf einer Mission zum alten Grabhügel. Aber gegen die Untoten hatten sie nicht die geringste Chance. Ich rechne mir jedoch nicht unbedingt bessere Chancen aus, besonders da dieses Untotenpakt in dem Gebiet um die Ruinen herumschleicht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich eigentlich ganz dringend eine bewaffnete Eskorte brauche, die mir sicheres Gleit zurück in die Stadt gibt. Was diese bewaffnete Eskorte angeht. Allein schaffe ich es nicht zurück nach Sizzle, aber ihr habt es bis hierher geschafft. Ihr könnt mir helfen, nicht wahr? Und ob wir das können, hauen wir ab. Bye! Großartig. Ey, hallo? Warum läufst du jetzt einfach schon so mal stumpf hervor? Untotenmörder, Stufe 4. Jetzt ernsthaft, Stufe 4? I've one foot in the grave here! Help me! Stehst mit einem Fuß im Grab. Ja, wenn du so weiter machst, ist das auch kein Wunder. Oh, geblockt. Ja. Zack. Oh, und flankiert. Okay. Und nochmal bitte? Ja. Kannst du auch nochmal? Ja. Zu mir. Du bist doch einer von der Legion, oder nicht? Au. So, jetzt kriegst du von mir nochmal ein paar Pfeile. Könnte der nächste eventuell tödlich sein? Der nächste ist auch auf jeden Fall tödlich. Heil mal dich mal bitte. Nein, das setzt du bitte. Auf dich selber. Jetzt rennt er die ganze Zeit vor die Sau. Das ist doch abnormal. So, warum? Achso, ich krieg keine. Wo ist er denn? Form? Crush these fiends before they crush me. Wolfram, warum läufst du auch so weit vor? I'm under attack. Alter, bist du denn bescheuert? Alter, hast du sie denn nicht mehr alle oder was? Warum rennt denn der eigentlich die ganze Zeit vor? Ist der Typ denn total lebensmüde? Na, haut ihm doch mal einen Pfeil in die Fresse hier. Warum läuft er denn auch den Weg nach Sizzle? Ganz ehrlich, ja. Und tot. Warum läufst du nicht einfach zurück, du Idiot? Wir hatten den missprogrammiert, ey. Ganz ehrlich.
Aufs Maul. Und keine genug, nicht genug Aktionspunkte. Also du darfst doch mal zwei vorgehen. Hau. Hau. To me! To me! I'm under attack! Halt. Ach, das ist doch Rambock, ne? I'm one foot in the grave here! Help me! So, hau um. Kannst du da nochmal raufhauen? Oder darauf hauen? Please! Crush these fiends before they crush me! Kann ich jemanden, der auf Boden liegt? Oh. So, einmal mit speichern. Du darfst ihn immer heilen, dass er uns nicht unbedingt komplett verreckt. Du darfst deine Kampfposition einmal ändern. Ach so, und du darfst... Wem von beiden einzelne Fresse hauen? Wem von beiden einzelne Fresse hauen? Ihm jetzt. Oh. Ihm auch nochmal? Take that, you undead. Warte doch mal. Was seid ihr? Eine Art wanderer Kammerdiener? Dann geht eurem Boss das mit dem Mittel, dass man keinen Handel schließe. Kann ich mit euch reden? Nein. Ah, ist mir egal. Okay, wir speichern hier jetzt einmal. Ich habe nämlich auch keine Lust, dass die Sau die ganze Zeit vorrennt. Madu. Madu. Soll mal einer sagen, was hier los ist? Warum ich mit nicht mehr... Madura kommt auch nicht... Hallo? Farewell. We can talk when we wir können uns unterhalten, wenn wir die Stadt erreicht haben. Im Moment sollten wir einfach weitergehen. Nein, wir sollten eben halt nicht einfach weiter... Magst du warten? Magst du auf mich warten? Oh, Alter, ich... Dreh noch mal am Rad. Ihr habt es geschafft! Wir sind da! Vielen Dank, dass ihr mich in Sicherheit gebracht habt. Obwohl ich immer vorgelaufen bin. Und ich fast gestorben wäre, weil ich so blöd programmiert bin. Euch haben die Götter geschickt. Ich bin dann mal in der Königsgrabe und spüle mir den Staub die Kehle runter. Die Getränke gehen auf mich, falls ihr mitkommen wollt. Bye. Alter. Der macht einen ja so. Ne? Sorgen ohne Ende, würde ich sagen. Ja. Hä? Was denn? Dafür bist du Archäologe. Der Archäologe ist sicher der Taverne gekommen. Das sollte Arius freuen. Ja, das sollte ihn freuen. Das war also der Archäologe. Gut, wir sind Level gestiegen. Ich muss mal gucken. Stärke, Gewandtheit, Intelligenz, Konstitution. Wie viel Lebenskraft kriege ich denn dann mehr? Vitalität 205. 233. Stärke. Gewandtheit. Der Angriff legt fest, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr einen Gegner trefft. Grundwert 40 durch Gewandtheit plus 54. Durch Gewandtheit 54. Verteidigungswert. Stärke 130, Tragelast bringen, das will ich aber gar nicht. Intelligenz bringt mir im Endeffekt auch nichts. Wahrnehmung. Kritische Treffer 7%. Okay, Konstitution 205, 233.
Das bringt mir nicht mal 25 Punkte. Ja, dann tut mir das leid, aber dann muss ich wirklich Gewandtheit nehmen. Ich habe drei verfügbare Sachen.